Ja, Sam Bennett war der klare Leader bei uns. Peter Sagan kam aus einer dreiwöchigen Pause und hat sich dann sofort bereit erklärt, für Sam zu fahren. Für Sam, das Rennen lief, sage ich mal, bis zum letzten Metern sehr gut für uns. Wir konnten die Lücke zu 18 Ausreisern schließen. Wir sind den ganzen Tag kontrolliert von vorne gefahren. Wir haben den Sprint angefahren oder mit angefahren. Nur leider auf den letzten 300 Meter hat Sam dann Krämpfe bekommen und ja, dann hat es leider nicht für eine Platzierung gereicht. Ansonsten kann ich nur Kompliment an die Jungs machen. Die sind ein starkes Rennen gefahren und wir hatten letztendlich die Option oder wir hatten die Chance, ganz vorne reinzufahren, aber ja, mit Krämpfen lässt sich es halt nicht sprinten. Pascal Ackermann, Neoprofi, hier am Ende mit dabei. Es war auch kein leichtes Wetter heute. Ich nehme an, Sie sind zufrieden mit seiner Leistung? Ja, absolut. Ich meine, der Vize-Weltmeister von der U23, dass der hier bei so einem selektierten Feld noch ankommt und noch richtig arbeiten kann für unseren Leader. Respekt, also da wächst ein Riesentalent heran für die nächsten Jahre.